I'm excited to announce an entirely new AR platform with a revolutionary new product. And here it is. Sieht aus wie so eine Krankenhausbrille, die man nach einer Augen-OP bekommt. Apple hat gestern auf einem Event das neue Vision Pro vorgestellt, was so eine Art AI-Brille-Datencomputer im Raum darstellen soll. So sieht die Brille auf jeden Fall von außen aus, so von der Seite halt ziemlich beschissen. Und so sieht's aus, wenn man durch die Brille durchguckt. Ich weiß zwar nicht, wer sich bei dem Ausblick auf einen See und einen Berg und einen Wald so eine scheiß AI-Brille aufsetzt, aber okay. Die Sache ist allerdings, dass wir die Brille bisher noch nicht getragen an einem Menschen gesehen haben. Ich zeig's euch mal. The era of spatial computing is here. Die sieht absolut beschissen aus. Ich meine, Bro, da, also, oder auch hier. Man macht sich doch komplett zum Affen mit so einem Ding. When someone else is in the room, you can see them and they can see you. Ja. Sieht schön aus. Sag mal, ist da die ganze Zeit so ein Kabel dran? And a high performance battery reduces weight to a minimum and slips easily into your pocket. So läuft man dann damit rum. Mit einem Kabel von der Brille in deinen Arsch, wo du den Akku in der Tasche hast. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An die Elopex aus den Avatar-Filmen, womit die Menschen da auf diesem Planeten atmen können. 5 Sekunden später. 2 Stunden hält der Akku nur? Okay, gut. Ich meine, es ist Apples erste Brille. Es ist auch generell Apples erster Schritt in Richtung AI-Zeitalter, deswegen fordern die für das Ding natürlich auch nicht so viel Geld. $349 soll die Vision Pro kosten. Und ich meine, verglichen mit einer Oculus Rift oder anderen Produkten ist es auch natürlich ein bisschen teurer, aber es ist natürlich... Luca, du hast da eine Zahl vergessen beim Preis. Wie? Na, das Ding kostet nicht $349, sondern $3.499. Kann man mit dem Ding fliegen? Die Steuerung funktioniert über die Augen, die Stimme und die Hände. Was? You navigate with your eyes. You navigate with your eyes? Soll ich da dann hier so machen, wenn ich irgendwie eine Seite weiter scrollen will oder was? Gescrollt wird bei Vision Pro mit den Augen. Objekte auswählen geht per Fingergeste. Das heißt, ich laufe hier durch Köln, hab diese komische Avatar-Elopec in der Fresse und mach dann so? Oder wie jetzt? Texte können über eine virtuelle Tastatur eingegeben werden. Perfekt. Ich kann mich direkt aus Köln verbannen. You see people life size. And with spatial audio, you hear them as if they're right in front of you. Also, hier habe ich direkt ein paar mehr Fragen. Erstens. Hier wird's in diesem Apple-Clip so dargestellt in der Werbung, als wenn dann auch ihre Freunde alle dieses Headset haben und die damit an irgendeiner Präsentation arbeiten. Also, kein Unternehmen wird sich denken, ich kaufe unsere Angestellten für Präsentationsmeeting jeweils ein $3.500 Headset, weil dann wäre das Unternehmen ziemlich schnell pleite. Sache Nummer 2, die ich mich ja allerdings frage, ist, wie sehen dich denn die anderen Personen? Ich meine, du hast ja nicht wie so ein Anglerfisch so eine fette Kamera um deinen Nacken rum, die dich dann von vorne filmt. Your persona dynamically reflects your face and hand movements. I'm doing well, thank you. So when you're chatting, people see your eyes, hands and true expressions. Okay, das ist unheimlich. Experiences on Vision Pro can also expand in 3 dimensions. Filling the entirety of your space.
Like in the Mindfulness App. Diese App habe ich nie verstanden. Der größte Rotz. Warum braucht man eine verschissene App, um runterzukommen? Wenn ich runterkommen will, packe ich mein Handy weg. Ich leg mich hin, ich mache meine Augen zu. Warum braucht man so ein dummes Gedudel und irgendwelche Blüten, die auseinandergehen, um runterzukommen? Also for real, jeder, der diese App von euch benutzt. Ciao, ne? Da ist die Tür. And you can make the screen as big as you want. Spatial audio surrounds you and makes you feel like you're a part of the action. Meine Mom hat mir damals gesagt, dass ich eckige Augen kriege, wenn ich zu nah vorm Fernseher sitze. Das hier, das ist eine ganz andere Liga. Unser Fernseher war so groß wie ein Toaster und ich saß 10 Meter entfernt. Und die kommt an mit, oh, du schielst später dein ganzes Leben, deine Augen werden eckig, aber die hier... Die sitzt vor einer Kinoleinwand in der allerersten Reihe. Man müsste generell mal überlegen, wie schädlich so ein Ding eigentlich für die Augen ist, ne? Du guckst ja die ganze Zeit auf einen Screen direkt. Naja, nicht mein Problem. Ich werde mir den Scheiß eh nicht kaufen. Aber gut, meine Damen und Herren. An der Stelle würde ich meine wissenschaftlich fundierte Review der Apple Vision Pro AI-Brille jetzt auch beenden. Das Ding hat nicht nur Nachteile, so wie ich es jetzt humoristischerweise dargestellt habe, sondern tatsächlich auch ein paar coole Features, wie beispielsweise, dass man damit auch seine Playstation irgendwie verbinden kann und zocken kann oder auch Räume, die eigentlich nicht offen sind, quasi öffnen lassen kann in Augmented Reality. Ich bin sehr gespannt. Glaub, dass das Ding noch nicht ganz zu Ende gedacht ist, aber Apple will vielleicht irgendwie der Erste auf dem Markt sein und deswegen hauen sie es jetzt einfach raus. 3.500 Euro verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin eh pleite, werde mir das Ding nicht kaufen können. Werde es aber auch nicht machen, wenn ich Multimilliardär wäre, weil ich es einfach affig finde. Genauso ist mein Content aber auch affig. Also vielleicht kaufe ich es mir doch.